Alter, was geht ab, Latonia? Street Food Festival, auf entspannt. Sugar Mountain? Das letzte Mal, wo wir hier waren, waren KSI und Logan Paul am Start. So, wir sind direkt super früh da. Es hat vor 8 Minuten aufgemacht, weil ihr wisst, ich habe gar keinen Bock auf Schlange. Schauen wir mal, was es so gibt. Eine Kollegin war am Start, die meinte, ein Sandwich ist 10 von 10. Da müssen wir sofort hin. Und das ist meine Gaumenschwester, die hat einfach dieselbe Gourmetzunge wie ich, Mann. Ja, das ist es, Leute. Das soll 10 von 10 sein, meinte die Kollegin. 4 Euro Eintritt und dann, ja, gibt es hier gar nicht so viele Stände. Also auf blöd hätte man schon ein, ich teste jeden Stand Video machen können. Also es sieht schon sehr saftig aus, Mann. Frage ist nur. Lass mich erstmal nur das Fleisch. Es könnte krass kommen. Das Fleisch war jetzt nicht schlecht. Mit den Gewürzen, mit der Soße. Schaut euch den Saft an, oder? Das ist sehr gut. Jetzt nicht 10 von 10, aber 9,5 von 10 ist schon einfach lecker. Fleisch, geiles, knuspriges Brot, geile Soße, geile Würzung, Saft. Was will man mehr, Digga? Ja, 9,5. Der haut schon rein, Digga. Schauen wir mal weiter. Es kostet offensichtlich hier alles teurer, plus Eintritt. Ich würde jetzt nicht sagen, das ist etwas, was ich unbedingt in meinem Leben mal gegessen haben muss. Belgische Waffeln oder so, lock mal. Genug Süßes für mich nicht. Xiaolong Bao. Der Kollege meinte nicht so. Das auf jeden Fall gleich. Kumpir, in meinem Leben noch nie gehabt, aber das wird nicht mein erstes Mal. Mexikanisch Country Rap, schauen wir mal. Ich bin bisher kein mexikanischer Fan. Heute Fleisch. Barbecue Bowl. Pasta meets Barbecue, heute, das klingt auch krass. Falafel und Hummus. Alter, wir hatten letztens Israelisch. 50 Euro für ein Video ausgegeben. Das war nicht so befriedigend, nicht so geil. Die sind gut. Latino Grill. Ich bin kein Fan von Tacos, ich bin kein Fan von Quesadillas, ich bin kein Fan von Burrito. Der glaube ich auch eher nicht. Süßes. Marshmallow. Innercore Ice Cream. An sich cool, weil das habe ich so noch nie gesehen. Schau, außen Marshmallow, innen Ice Cream. Irgendein ein kranker Burger, den werde ich mir auf jeden Fall holen. Wahrscheinlich sogar jetzt, solange nicht so viel Schlange da ist. Fried Blooming Onion und Tornado Potato. Ja. Ich habe nicht ganz gecheckt, was da ist. Und dieses Baumkuchen-Ding. Chimney. Also Burger erinnert mich natürlich an Tati, weil wir suchen ja immer noch einen Burger, der Bürgermeister für ihn ersetzen kann. Das ist ja mein Burger-Buddy. Und zweitens, er hatte ja auch mal einen Foodtruck. Ja, es gibt noch zwei Burger, die gut aussehen. Gourmet-Büffelburger und dieses Freiger. Schauen wir erstmal diesen Burger. Boah, mit der, das Bun sieht echt trocken aus. Das sieht nicht so geil aus, Mann, das hier. Also die hatten gute Show mit diesem Feuer und so direkt dort gegrillt, aber das Brot sieht nicht geil aus, Käse nicht gut geschmolzen. Also das Fleisch muss schon anders reinhauen jetzt. Das Fleisch ist sehr gut, ja.
Die Barbecue-Sauce ist auch geil. Das Brot ist halt so traurig. Sonst hätte es echt geil werden können. Lecker. Acht von 10 mit Potenzial für 9,5 von 10. Was ist das für Brot, Mann? Das ist ein guter, solider Burger. 8 von 10, Mann. Was will man mehr? Das ist halt Fleisch. Schaut's, Leute. Fuck. Ich hoffe nur noch einen Burger. Entweder den. Bekannt aus ZDF von Kabel 1, was mich immer lockt. Oder das hier, was halt noch nie gesehen. Shit, Mann. Wir haben jetzt 3-4 Runden gedreht, Leute, um mich zu entscheiden. Der Frager sieht jetzt nicht so geil aus. Und ja, ihr wisst, Gourmet lockt mich immer. Ich muss mir das hier gönnen. Wir haben gewonnen. Digga, ich glaube, er hat mir den falschen gegeben, weil ich habe den normalen bestellt und ich glaube, mit Mozzarella extra hätte 2 Euro gekostet. Ich bin nicht so ein Mozzarella-Fan. Aber. Mein Gott, der Saft ist rausgeflossen. Brot wurde schön angetoastet, im Gegensatz zu den anderen. Bei solchen Events tun mir immer die Stände leid, wo nicht so viel läuft. Oder bei meisten sogar fast gar nichts, Mann. So, schauen wir doch mal. Brot 1000-mal geiler als bei dem anderen. Puh. Das Fleisch ist so dick. Und hat so ein starkes Büffelaroma. Ich schmeckt mir das gar nicht. Shit. Nicht mein Ding. Gar nicht mein Ding. Zurück zur Musik. Digga, ich bin so schlecht in 50-50s. Egal. Nachspeisezeit. So, schauen wir mal. Es sieht geil aus. Es sieht Instagrammable aus. Es ist sehr unique. Also das müsste eigentlich anders abgehen dort. Und ich war der Einzige jetzt gerade in der Schlange, klar. Das ist Nachspeise. Die Leute müssen wahrscheinlich erstmal die Hauptspeisen essen. So, beiß mal da rein. Also Marshmallow eh egal. Toni kommt erst heute Abend mit dem Flieger. Boah, die Kugeln sind mir zu hart. Hätte am liebsten sogar ohne gehabt. Nur dieses Marshmallow-Ding. Und das ist jetzt irgendwo Eis, oder wie? Aber Digga, die Kugeln sind zu hart für meine Zähne. Das Marshmallow ist geil. Kann jetzt auch nicht zum Eis sagen, aber das harmoniert ja nicht zusammen. Du hast einfach das Marshmallow außen und dann irgendwann das Eis. Nee, ich hätte auch einfach reinbeißen können. Es hat so eine Schicht. Ich dachte, das wäre das ganze Eis. Aber innen ist weiches Eis und außen war nochmal so eine Schicht. Okay, das ist geil, Mann. Das ist geil, das kriegt eine 10. Das kriegt safe eine 10 von 10. Mehrere Strukturen. Unique. Digga, das ist heftig. So, erstmal Verdauungsshisha, Baby. So, Verdauungsshisha ist am Start. Sonntagsvideo,
von Nico Away ist auch am Start. Der zieht momentan echt gut durch. Er war ja vor kurzem in Israel. Zum Glück nicht jetzt. Und jetzt kommen langsam die ganzen Videos. Einmal die Woche. Stark. Das war's von mir, Leute. Und vom Street Food Festival. Mein allererstes Street Food Festival. Und ansonsten, das letzte Video war ja israelisch testen. Ja, ich habe gestern Abend die Preise verglichen. Weil in Wien wird der Laden anscheinend auch sehr krass gehypt. Und in Wien ist alles 5,50 Euro billiger. Also, was Tati hatte, 5,50 Euro billiger. Was Nico hatte, 5,50 Euro billiger. Was ich hatte, gab es nicht als Vorspeise, diese Kebab, sondern als Hauptspeise für 3 Euro mehr. Was halt auch krank ist. Also, für 3 Euro mehr ist es dann einfach schon eine Hauptspeise. Ja, zu dem Laden gab es nicht mal ein Real, weil ich kann dazu nichts Positives sagen. Ich will jetzt einfach nicht nur über die abranten. Vor allem in 60 Sekunden hast du nicht genug Zeit, über zwei Läden positiv und negativ zu reden. Also, das war's von mir, Leute. Ihr wisst Bescheid, wie man liken, subscriben, kommentieren. Checkt die Videos ab, folgt mir gerne auf Instagram. Bis der Bitcoin Leafy Crow. Crypto Cashflow, gehen again. Jeden Tag Dragon Series Business und ciao.